Ich kann in der Ferne wieder ein Portal setzen. Nice. Ja, ist ganz einfach. Das konnte man aber schon immer. Hat der Spiel schon? Hallo. Was? Oh, du bist es. Wie geht es dir? Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Schön, dass sich die Stimme komplett verändert mit, nachdem du mich ermordet hattest. Sie das sagt. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leid tun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe. Du Monster. Du Monster. Wundere dich nicht. Meine Lautstärke ist ein bisschen lauter als meine Ingame-Lautstärke. Okay. Das liegt aber daran, weil man sonst im Stream zu leise hört. Bei mir dürfte es eigentlich perfekt sein. Na gut, ich glaube, das Game ist noch ganz leicht zu leise, aber so an sich ist es in Ordnung. Elektrische Funken. Ich dachte, vor allem, ich habe bei mir alles an Untertiteln an und da stand elektrischer Funken. Aber der Wind wird nicht gesagt. Okay. Komm schon. Die Doppelportalkanone. Du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Lass mich das für dich holen. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Und ich werde zu CSGO eingeladen. Von irgendeinem Random. Ich konnte, musste. Warum kann ich nicht über scheiß 3 mm hohe Dinger laufen? Hast du eigentlich Portal 2, Half-Life 2 gespielt? Nein. Das musst du mal spielen. Das ist wirklich gut. Ja. Achso, mir fällt gerade ein, das war Team Fortress 2. Das mit, wo wir über Overwatch gesprochen haben. Achso. Aber Half-Life 2 ist auch ganz gut. Der Kaltstart. Danke übrigens. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Voller tödlicher Laser. Ja, da ist aber nur einer. Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Ich bin einfach gefühlt so weit vor dir. Zum nächsten Test gehören Entmutigungs-Umlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. Hallo. Ah, oh, ich hasse es, wenn die Portale nur auf dem Boden sind.
bist ein schrecklicher Mensch. Es steht hier, schrecklicher Mensch. Und das essen wir nicht einmal. Moment, was mache ich hier? Ja. Mein Mauszeiger ist übelst riesig. Hm? Naja, ich hab den. Ich hab, weil ich einen 4K-Monitor habe, habe ich die Windows-Skalierung auf 300% gestellt. Mhm. Ja, solange man da dieses Maus-Ding-Kack da nicht aktiviert hat. Nein! Hm? Ich habe einen Fail gemacht. Ich habe dann. Bist du vom Laser gegangen? Was? Nein, ich hab auf dem Boden ein Portal gesetzt, um den Würfel zu holen, und den habe ich genommen, hab den draufgesetzt und dann bin ich in das Portal reingelaufen. Ja. Und dann war ich auf der anderen Seite. Voll gefailt. Gerade wäre ich fast schon ins Ding ist reingefallen. Ich war schon schneller als sonst irgendwer. Okay. Ah ja, und hier vorne sind wieder die Dinger, die in der Wand verschwinden. Auf dem Stream, ich habe jetzt die Helligkeit fast auf maximal gestellt. Und im Stream sieht das immer noch verdammt dunkel aus. Okay. Es wäre viel zu teuer, die frische Luft dorthin zu bewegen. Achso, und das CO2 zu filtern, aufzufrischen, ist nicht teurer oder so. Als Lüftungsrohre. Das weiß man nicht. Oh shit, oh shit, oh shit. Gefällt. Das Feinsten. Das vom Feinsten, ne? Mhm. Gefällt vom Feinsten.
Willst du? Lol. Hm? Ich glaube, ich hab gefällt irgendwie. Das schau ich nochmal. Ja, ich habe auch schon so lange nicht mehr Portal gespielt. Ach, da ist der Knopf! Scheiße, Mann! Oh. Ich hab gefällt. In dem Level. Mit? Geht doch. Der Würfel hat die Tür. Aktiviert, deaktiviert. Weil er wieder runterflog. Aber scheinbar war er dann noch trotzdem so drauf, dass er das wieder aktiviert hat. Pro-Players schmeißen den einfach drauf. Hm? Pro-Players schmeißen den einfach drauf. Hab ich. Von oben fallen gelassen. Ja, aber manche schmeißen den quer durch den Raum und er landet dann auf dem Ding. Ja. Ein schlechtes Gewissen viel einfacher erschrecken. Ich weiß auch nicht, was das war, aber eine interessante Tatsache. Habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Tut mir leid. Nimm dir noch einen anderen. Oh nein, schon wieder vermasselt. Was soll's? Wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. So, nach wo denn jetzt nochmal? Dort kommt der Würfel hin. Höp und zapp. Würfel drauf. Mal schauen, ob's. Zapp und zapp. Hm? Ob's noch bringt zu Bunny hoppen. Aber seit der neuen Source Engine bringt es das nicht mehr. Bei Counter-Strike Source ging das noch. Aha. Dass man mit Bunnyhoppen sich richtig übelst beschleunigen konnte. Ja. Das war in CS 1.6 am besten. Du springst und wirst erstmal. Kriegst erstmal 60% Geschwindigkeit abgezogen. Mhm. Ich meine, wir spielen das momentan in der Schule, wenn wir Freistunde haben, weil ein gewisser Lehrer nicht da ist. Ach, das spielt ja Counter-Strike Source. Counter-Strike 1.6. Ja, das ist ja kostenlos, mehr oder weniger. Gequält. Spielt ihr Wettkampf oder spielt ihr Deathmatch? Wir spielen. Was war das? Wir spielen 1.6, so einfach nur kämpfen. Also CT versus T. Achso. Max, kennst du die ersten Tests nicht mehr? Na gut, du wartest gerade. Ach ja, dort, wo du gerade bist, ne? Echte Pros lassen die Würfel von oben runterfallen. Teil 3, die Rückkehr. Okay. Ja, ich spiel gerade nicht wirklich auf Zeit oder so. Ich bin auch nebenbei auf WhatsApp. Ich bin wieder da.